Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DogsTV. Ich bin die Ines und im heutigen Video geht es um das Thema, brauchen Hunde wirklich Hundekontakt? Dazu treffe ich mich aber mit einem befreundeten Hundetrainer, dem Markus, denn der klärt euch heute über dieses Thema auf. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like unter diesem Video da, abonniere gerne den Kanal und drück die kleine Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Markus! Hallo, Ines! Du hier! Wir haben ihn gesehen. Das ist übrigens der Markus. Markus ist Hundetrainer bei Underdogs Hundetraining aus Berlin. Und wie lange machst du das schon? Ich bin jetzt Hundetrainer seit 9 Jahren mittlerweile, seit 2014. Da habe ich meine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht. Und seitdem arbeite ich Vollzeit mit Hunden. Und ja, ihr seht selber. 2 davon habe ich heute mit dabei. Ich hoffe, die benehmen sich. Das ist nicht ganz so ihre Stärke. Dann überlasse ich dir hier mal die Bühne und viel Spaß beim Erklären. Wunderbar, danke dir. Ja, ihr kennt es vielleicht, ihr seid mit eurem Hund in der Stadt unterwegs oder auch vielleicht im Wald. Der Hund ist an der Leine, der Kollege kommt um die Ecke, der Mensch hinten dran. Und dann heißt es, darf der mal Hallo sagen? Noch immer hält sich ja dieses hartnäckige Gerücht oder die hartnäckige Meinung, Hunde brauchen möglichst viel Hundekontakte. Jeder Hund möchte jedem Hallo sagen. Jeder Hund möchte mit jedem spielen. Es sind ja schließlich soziale Lebewesen. Von daher ist Kontakt das Oberste und das Wichtigste überhaupt. Doch ist das jetzt wirklich so? Müssen Hunde wirklich jedem Hund Hallo sagen? Brauchen Hunde soziale Kontakte, ja oder nein? Wenn ja, wie viele? Und vor allen Dingen, warum? Hunde sind soziale Lebewesen. Keine Frage. Bei Hunden spricht man sogar davon, dass Hunde... Tut mir leid, die Pippi, die macht ein bisschen Käse. Bei Hunden spricht man davon, dass Hunde obligat sozial sind. Das heißt, Hunde auf einen Sozialverband, auf das soziale Leben innerhalb einer Gruppe angewiesen sind, von Natur aus. Hunde stammen ja, das ist ja nichts Neues, vom Wolf ab. Der Wolf ist ein Rudeltier. Auch der ist zwingend darauf angewiesen, in einer Gruppe zu leben. Die Gruppe vermittelt Sicherheit, Schutz. Man jagt zusammen. Die Gruppe hat einfach viele Vorteile. Und dieses Leben im Sozialverband hat der Hund einfach übernommen. Aber, und hier kommt jetzt der große Unterschied zum Wolf, der Hund hat im Laufe der Domestikation wunderbar gelernt, auch den Menschen als Sozialpartner zu akzeptieren. Und nicht nur zu akzeptieren, ganz im Gegenteil. Mittlerweile hat der Mensch sogar in den meisten Fällen den Sozialpartner Hund abgelöst, könnte man sagen. Viele Hunde sind von Geburt an oftmals viel stärker auf den Menschen fixiert und fokussiert als auf Artgenossen. Die Spezies Hund ist in der Tat die einzige, die wirklich innerhalb von 2 Arten wunderbar glücklich werden kann. Sowohl mit Artgenossen, aber ganz wichtig auch mit dem Menschen. Deswegen sind Sozialkontakte für Hunde natürlich zwingend erforderlich und wichtig. Aber die Frage ist, ob es immer Artgenossen sein müssen oder ob nicht vielleicht auch der Mensch ausreicht. Wie viel Hundekontakte oder Kontakt zu Sozialpartnern ein Hund braucht, hängt von vielen Faktoren ab. Neben dem Alter, Lernerfahrung, der Sozialisierung spielen unter anderem auch die Genetik und die Rasse natürlich eine wichtige Rolle. Ihr wisst alle, junge Hunde, Welpen, sind verrückt nach anderen Hunden. Sie lieben Artgenossen, sie lieben es zu rennen, zu toben, zu spielen. Gerade für Welpen und junge Hunde ist dieser Kontakt mit Artgenossen noch unheimlich wichtig. Denn dabei werden nicht nur Kommunikationsformen, Ausdrucksverhalten erprobt, gelernt, verfeinert und modifiziert, sondern Hunde lernen dabei auch Grenzen zu setzen, Grenzen zu akzeptieren. Gerade für Welpen und junge Hunde sind Artgenossen noch meist positive mit Spannung, Spiel und Abenteuer verknüpft, was sich im Laufe des Alters zunehmend ändert. Spätestens mit Einsetzen der Pubertät verschieben sich so ein bisschen die Prioritäten bei Hunden und dann werden auch schnell aus ehemaligen Spielgefährten, aus Kumpels, werden ganz schnell Konkurrenten. Gerade bei Artgenossen gleichen Geschlechts entsteht dann schnell so ein kleines Konkurrenzdenken. Aus der Interaktion mit dem ehemaligen Spielkameraden Elvis und in die Interaktion mit dem ehemaligen Spielkameraden schleicht sich dann ganz schnell eine gewisse Ernsthaftigkeit ein. Daher gilt es spätestens dann, Hundekontakte immer ein bisschen differenzierter zu betrachten, um zu schauen, ob der Hund aus dieser Hundebegegnung oder aus dem Hundekontakt überhaupt positive Lernerfahrungen mitnehmen kann oder nicht. Und gerade ältere Hunde haben viel, viel weniger Lust auf Kontakt mit Artgenossen. Gerade wenn eventuell im Alter auch noch körperliche Gebrechen dazukommen, dann sagt sich ein älterer Hund lieber, wenn er die Jungspunde sieht, ach nee, du, komm, bleib mal weg. Von daher heißt es auch da,
weniger ist mehr. Bei der Frage, ob unsere Hunde Kontakte mit Artgenossen wollen oder nicht wollen, spielt natürlich der Charakter immer eine wichtige Rolle. So wie bei uns Menschen gibt es auch bei Hunden eher extrovertierte, kontaktfreudige Modelle, die gerne in jede Hundebegegnung gehen wollen, Hallo sagen wollen. Aber es gibt genauso gut zurückgezogene, introvertierte, eher zurückhaltende Exemplare, die da eher ein bisschen skeptisch sind und eher sagen, na, lieber auf Abstand bleiben, es muss nicht auf Zwang sein. Ein wichtiger Faktor dafür, ob Hunde Hundekontakte haben wollen oder nicht, ist natürlich das, was der Hund im Laufe seines Lebens gelernt hat und welche Erfahrungen er mit Hundekontakten gemacht hat. Besonders die in der Sozialisierung und generell im Laufe des Hundelebens gemachten Lernerfahrungen bestimmen maßgeblich, ob ein Hund Hundekontakte eher positiv oder eher negativ verknüpft. Die Sozialisierung bedeutet, dass der Hund all das lernt, was ihn in seinem späteren Leben begleiten wird. Er lernt, sich mit anderen Hunden, mit anderen Lebewesen, mit anderen Umwelteinflüssen auseinanderzusetzen. Punkt. Ein Hund, der in seinem Leben in erster Linie positive Erfahrungen mit Artgenossen und mit dem Kontakt mit Artgenossen gemacht hat, wird natürlich auch in künftige Hundebegegnungen viel positiver und viel optimistischer gehen, als ein Hund, der viele negative Erfahrungen gesammelt hat. Dass hier eine gewisse Skepsis vorliegt, ist da unvermeidbar und doch kann man den Hund auch nicht verübeln. Genau aus dem Grund ist es unheimlich wichtig, dass ihr in Hundebegegnungen immer Wert auf Qualität und nicht auf Quantität legt. Wichtig ist, dass euer Hund möglichst viele positive Erfahrungen hat. Negative Erfahrungen solltet ihr grundsätzlich vermeiden, wenn möglich. Gerade bei Tierschutzhunden spielt natürlich das Thema Erfahrung eine große Rolle im Umgang mit Artgenossen. Gerade die Hunde, die lange Zeit im Tierheim oder im Shelter verbracht haben, haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und gehen auch deswegen ganz unterschiedlich mit Artgenossen um. Pauschalisierend lässt sich es halt nie sagen, dass Hunde aus dem Tierschutz jetzt besonders kontaktfreudig sind oder aber besonders unsicher. Von daher sind Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, immer eine kleine Wundertüte. Daher immer wichtig, schaut ihr euch vorher genau an, denn ansonsten kann es hier schnell zu Überraschung kommen. Auch rassenbedingt gibt es den einen oder anderen Unterschied. Es gibt Rassen, die von Natur aus dann doch eher lieber für sich sind und ihren Menschen für sich haben möchten. Der Akita zählt zum Beispiel dazu. Andersrum gibt es Rassen, die von Natur aus auf das Leben in der Gruppe mit Artgenossen geprägt sind. Zum Beispiel der Beagle wäre da zum Beispiel zu nennen. Ein Hund, der ausgesprochen gerne in der Gruppe lebt und sehr gesellig ist. Gerne wird ja immer der Wolf als Rudeltier herangezogen, um soziale Kontakte zu rechtfertigen. Im Prinzip habt ihr so jemanden gegenüber, dann könnt ihr hier einfach ganz schnell diesem Argument den Wind aus den Segeln nehmen. Den zwei Wolfsrudel, die sich in freier Wildbahn treffen, hätten sich mit Sicherheit nichts Nettes zu sagen. Die wollen nicht miteinander spielen, die wollen nicht miteinander Kaffee trinken, die wollen sich nicht unterhalten. Ganz im Gegenteil. Wenn wir es jetzt mal auf Hunde übertragen, auch wenn der Vergleich immer so ein bisschen hinkt, euer Rudel, das seid ihr und euer Hund, der da hinten und der andere Hund, es ist ein anderes Rudel, es ist ein anderer Sozialverband, es ist eine andere Gruppe. Und von daher wollen und müssen die sich auch nicht miteinander unterhalten. Punkt. Oft wird ja auch dieses Argument des sozialen Lebewesens dafür benutzt, um Hundekontakte zu rechtfertigen, zu erzwingen, um dem Gegenüber mitzuteilen, die müssen sich jetzt Hallo sagen. Kleines Gegenbeispiel, auch wir Menschen sind soziale Lebewesen, aber trotzdem möchte ich nicht, möchtet ihr nicht, jedem auf der Straße die Hand schütteln, ihn umarmen, ihn drücken und schon gar nicht mit ihm spielen. Achtet bei Hundebegegnungen einfach in erster Linie auf eure Hunde und was eure Hunde euch körpersprachlich sagen wollen. Zeigen euch eure Hunde durch meine Verhalten, durch bestimmte Gesten, dass sie jetzt keine Lust auf einen Hundekontakt haben, dann tut euch und euren Hunden den Gefallen und vermeidet den Hundekontakt. Weniger ist hier auf alle Fälle mehr. Für euch gilt es in erster Linie wirklich, auch wenn es immer so einfach klingt, darum, negative Erfahrungen gerade an der Leine zu verhindern. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen da, also einen Daumen nach oben da natürlich, nicht einen Daumen nach unten, einen Daumen nach oben drücken, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald hier wieder bei DocsTV, wenn die Ines mich lässt.